So, hallo liebe Bienenfreunde. Ich freue mich heute richtig über den schönen Tag und genieße jetzt nochmal die letzten paar warmen Minuten in der Sonne auf dem Platz hier und sitze da in meinem Unterstand. Und ich habe das ja schon mal gezeigt hier mit Ausblick auf die Burg Trifelsburg. Ja, heute ist ein bisschen düster. So. Und da gucke ich einfach mal noch ein bisschen dem Bienchen zu und weil die ja heute auch wieder echt extrem Pollen eingetragen haben und es geht jetzt los mit der Blüte, mit der Schlehenblüte und das heißt auch in wenigen Tagen, so nach den Wetterprognosen, kommt dann auch die Kirschblüte und das ist bei uns hier eine richtig fette Tracht, wenn das Wetter passt. Und die Bienen sind soweit. Ich habe mir getraut, heute Honigräume aufzusetzen, weil es ist echt warm. Wir haben auch nachts keinen Frost mehr, meistens um die 3, 4, 5 Grad schon. Und es wird morgens schnell warm, die Sonne ist gleich da. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Tage so bleiben. Und jetzt will ich vielleicht gerade noch mal zeigen, was hier bei uns schön blüht schon. Versuche ich mal hier rein zu. Ja, da sieht man den schönen Baum da unten, den großen, den riesigen. Das ist irgendeine alte Pflaumensorte. Er blüht wunderschön, viele Bienen drauf. Und ja, das ist im Moment richtig Futter hier. Aber wie gesagt, die Schlehen gehen schon auf. Und an den feuchten Stellen werden sie auch hoffentlich ein bisschen Honig haben. Aber bisher ging es mit dem Regen noch. Es könnte natürlich jetzt regnen, aber im Wald, da haben wir noch ein bisschen. Hier haben wir auch eine schöne Salweide zwischendrin, wenn wir da mal rein zoomen. Ja, überall hier im Wald, da steht auch viel rum und das glaubt man jetzt gar nicht, was da alles zwischendrin steht. Und hier ist halt alles weiß, wenn die Kirschblüte losgeht. Und es dürfte in wenigen Tagen bei der Wetterprognose müsste das soweit sein. Ja, und ihr seht auch hier, der Ginster gibt es viel. Ich habe mich entschlossen, die Wiese dieses Jahr noch nicht zu mähen, weil ich jetzt keinen Baumbewuchs habe und keine Verbuschung. Und klar, da muss man halt dann mal mit dem Traktor und den Ginster dann wegmachen. Aber jetzt wegmachen bei der Trockenheit, das wäre krass. Das kann ich nicht bringen. Ich bin froh, dass die Wiese so gut funktioniert und dass die Wildschweine nicht alles umgraben, weil das muss man natürlich auch immer sagen, wenn da kein Bewuchs ist. Nur kurzes Gras sieht man im Nachbarsgarten. Nein, das sieht man jetzt hier nicht. Ja, ist alles umgegraben von den Wildschweinen. Und das bringt es ja auch nicht. So, die Bienchen haben richtig sonnige Plätzchen hier. Und jetzt sind wir in der Frühsommer, im Frühsommer, im frühen Frühling, ist natürlich jeder sonnige Platz der beste. Und hier auch. Und die kommen hier bald weg. Die gehen dann mit den Raps. Ja. Und es steht dann als nächstes an nach den Kirschblüten. Aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt dieses Jahr richtig gutes Wetter haben und wir einen richtig tollen Honig kriegen. Einen richtig schönen Wildkirschhonig mit ja, den ganzen Wildblumen, die es hier halt noch dazu gibt. Okay, bis dann. Ciao.